Das Auto macht uns mobil, aber jedes einzelne von ihnen schädigt die Umwelt enorm. Und wenn wir auch gerne Hausbrand und Industrie als Hauptverursacher für die Umweltschäden sehen, es gibt exakt so viele Emissionsverursacher wie Kraftfahrzeuge, was bedeutet, jeder Autofahrer, der einen Beitrag zur Umwelt leistet, hilft. Der individuelle Autoverkehr steht in krassem Gegensatz zum Prinzip der Nachhaltigkeit. Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und durch die Belastung der Umwelt mit schädlichen Abgasen und Feinstaub. Dazu kommen alle Altstoffe wie Reifen, Batterien und abertausende Bauteile. Von der Produktion bis zu ihrer Entsorgung führen Autos wieder zu hohem Energieverbrauch. 10% des CO2-Anteils geht vom privaten Autoverkehr aus. Aber es ist nicht nur das CO2, das sozusagen unserer Umwelt schadet, unserem Klima schadet. Da könnte vielleicht jemand sagen, ja, was geht mir das an, was in 20 Jahren für eine Temperatur auf der Erde herrscht? Es betrifft uns auch unmittelbar, denn wir haben auch andere Emissionen durch das Auto. SO2 zum Beispiel, das bedeutet, dass im Winter bei Nebellagen, bei Inversionswetterlagen eine hohe Konzentration an Smog auftritt. Das schadet uns allen unmittelbar. Und im Sommer zum Beispiel bei starker Sonneneinstrahlung gibt es eine sehr hohe Konzentration von Ozon. Das ist ein giftiges Gas, das uns auch unmittelbar schadet. Das heißt, Autofahren schadet eigentlich auf allen Linien der Umwelt und dem Klima. Und ich würde sagen, am besten man schränkt es ein bisschen ein, wo es natürlich geht. Wie heißt es so schön? Individualverkehr. Und in diesem schönen Wort liegt das ganze Gewicht der Umweltproblematik. Auto ist verbunden mit Freiheit, ist immer noch verbunden mit Bequemlichkeit, Komfort, aber auch Sicherheit wird damit assoziiert und deswegen wollen die Menschen auch ungern aufs Auto verzichten. Die heilige Kuh ist moderner denn je und sie heißt Auto. Die meisten Menschen leben ausgerechnet beim Kraftfahrzeug über ihre Verhältnisse. Es gibt einen immer stärkeren Trend zu immer größeren Autos. Geländewagen, sogenannte SUVs in der Stadt, sind sehr beliebt. Und man konnte zwar in den letzten Jahren Technologieverbesserungen erzielen mit einem geringeren Treibstoffverbrauch. Das ist aber wieder kompensiert worden durch den Kauf noch größerer Autos. Eine gute Botschaft an die Industrie wäre aktive Kundennachfrage nach alternativen Antrieben. Sozusagen eine Lobby für mobile Umweltfreundlichkeit. Also als Alternative zu Diesel- oder herkömmlichen Benzinmotoren haben sich in den letzten Jahren Hybridfahrzeuge etabliert. Das ist eine Kombination zwischen Benzinmotor und Elektromotor mit einem großen Akku. Das heißt, vor allem im Stadtbetrieb können diese Fahrzeuge elektrisch fahren, haben keine Emissionen, einen sehr geringen Verbrauch, ist vor allem, wenn ich viel in der Stadt unterwegs bin, oft in Stau stehe, wo dann automatisch der Motor aus ist, sicherlich eine gute Alternative. Man muss auch sagen, die Technik ist mittlerweile ausgereift. Alternativantriebe haben trotz relativ geringer Nachfrage die Marktreife erlangt. Entscheidendes Kriterium für die Konsumenten ist die Ähnlichkeit zum gewohnten Fahrzeug. Ja, im Motorraum im Grunde genommen schaut es fast ähnlich aus wie in jedem Auto. Der Unterschied ist nur, dass Sie auf der einen Seite den Verbrennungsmotor sehen und auf der zweiten Seite einen Teil, den Inverter, der eben Gleichstrom in Wechselspannung umwandelt oder umgekehrt, beziehungsweise die Spannung der Batterie, die gut 200 Volt beträgt, dann transformiert auf 500 Volt für die Motoren. Das Hybridfahrzeug ist nicht Prototyp und nicht Exot, sondern eine Parallelexistenz mit hoher Alltagstauglichkeit, auch für Firmenflotten. Man überlegt auch, die ganze Palette natürlich auf Hybrid umzustellen, weil diese Mankos, die man früher gesehen hat, eigentlich entkräftet worden sind. Und es gibt einfach im Grunde genommen für Hybridantriebe nur Vorteile. Und man wird sicher in der Zukunft generell auf solche Systeme umstellen. Das Erdgasauto begegnet uns im öffentlichen Verkehr schon hundertfach als Bus. Nun kommen immer mehr private Fahrzeuge dazu. Aber derzeit noch nicht überall und für alle. Das Problem bei Erdgas ist etwas die Reichweite und die Dichte der Tankstellen. Die gibt es derzeit nur in den Ballungszentren. Großer Vorteil ist, da
Motor stößt sehr wenig Schadstoffe aus. Feinstaub ist überhaupt kein Thema, CO2 weniger als ein Benziner. Und an der Geldbörse spürt man es auch. Wenn man eine Tankstelle irgendwo in der Nähe hat, ist das eine gute Alternative. Es ist kostengünstig beim Fahren und umweltfreundlich. Prominente, die es wissen müssen, gehen mit gutem Beispiel voran. Ich zum Beispiel fahre in der Stadt kaum mit dem Auto, weil es öffentliche Verkehrsmittel gibt. Wenn ich jetzt am Land ein Haus hätte, würde ich natürlich zum Stadtrand zumindest mit dem Auto fahren. Wenn man also in dieser Weise vernünftig mit dem Auto umgeht, kann schon sehr viel getan werden in der Menge.